Köln, dpa, Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach muss die RTL-Show Let's Dance verlassen. Die 32-Jährige konnte weder die Jury noch das Publikum mit ihrem Slow Fox überzeugen. Slow Foxtrot hat hier schon vielen den Kopf gekostet, stellte Juror Joachim Jambi nach Bosbachs Auftritt fest. Das ist wirklich ein schwerer Tanz. Während ihre Haltung gut gewesen sei, habe sie sich körperabwärts verschlechtert. Du hast immer den ganzen Fuß aufgesetzt, kritisierte Jambi. Dadurch habe es Bosbach an Geschmeidigkeit und Leichtigkeit gefehlt. Auch Juror Jorge González bemerkte ungewohnt spitz, du bist eine gute Schülerin, nur hast du nicht viel gelernt. Die Punkterichter bewerteten den Auftritt der 32-Jährigen mit insgesamt 14 Punkten. Damit lag die Tochter des langjährigen CDU-Politikers Wolfgang Bosbach eigentlich noch einen Punkt vor Comedian Bastian Bielendorfer. Am Ende scheiterten sie und ihr Tanzpartner Valentin Lusin, 35, jedoch an den Stimmen der Zuschauer. Lob für Ullmann und Pocher. Als letzte Prominente, die an diesem Abend auftrat, erhielt Moderatorin Janin Ullmann mit 28 Punkten die beste Bewertung. Die 40-Jährige und Profitänzer Zsolt Sándor Cseke, 34, tanzten einen langsamen Walzer zum Silbermond-Hit Das Beste. Ihr macht die schwierigsten Sachen und es sieht so einfach aus, lobte Jurorin Mozi Mabuse das Paar. Es war eine großartige Leistung, sagte auch Joachim Jambi. Das Beste kam heute zum Schluss. Auch Moderatorin Amira Pocher, 29, konnte mit ihrem Contemporary überzeugen. Es war schon so ein bisschen Gänsehaut, kommentierte Juror Joachim Jambi ihren Tanz. Bei der Punktevergabe überraschte er alle, als er nach Mabuse und González, die beide jeweils 8 Punkte vergeben hatten, die Kelle mit der 9 hochhielt. Für diese großzügige Punktevergabe erhielt der sonst eigentlich strengste Juror Standing Ovations vom Publikum. Corona-bedingte Ausfälle. Insgesamt 25 Punkte erhielt auch Leichtathlet Matthias Mester. Es gibt gewisse Figuren, wo ich sage, kann ich nicht, aufgrund meiner Kleinwüchsigkeit, sagte der 35-Jährige während des Trainings. Tanzprofi Renata Lusin habe ihn dann jedoch dazu angetrieben, über seine Grenzen zu gehen, erklärte er.